nobody see you but me. Still don't watch the news, no, 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 cause my ain't shit. So be careful what you say for views. Tried to talk about it, tried to walk around it, tripping, now I'm drowning, and my aura got them ocean blues. Felt like I'm above it until it's my cousin, and I gotta tell his mama what I did not do. Beide wollen gut einsteigen in die diesjährige UEFA Champions League. Beide wollen den optimalen Start. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten ja heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Nun steigt der amtierende UEFA Champions League-Sieger also in die Gruppenphase ein. Letztes Jahr konnte man triumphieren, aber die Karten werden neu gemischt, Buschi. Ja, und sie sind der Gejagte. Das wissen sie natürlich auch. Sind mit Sicherheit gut vorbereitet, haben wieder eine klasse Mannschaft zusammen. Und trotzdem sollte heute direkt ein Sieg her, denn wenn sie verlieren, dann stecken sie gleich in der Krise und das wollen sie verhindern. Hier also die Startelf vom FC Villarreal. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Es gibt nichts Größeres im europäischen Fußball als diese UEFA Champions League. Die wollen sie alle gewinnen. Diesen Titel wollen sie alle unbedingt holen. Das merkst du vom ersten Spieltag an. Und nun ein Schuss. Da ist das Tor, der Banne ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Das sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen, muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wird das seine Torchance? Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, könnte was werden. Und damit sind sie am Ball. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Abgefangen, gut gemacht.
Das war sauber, er holt sich den Ball. Da ist der Ball weg. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Weg ist der Ball. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gibt Freistoß, wäre aber auch nicht, denke ich, so früh, muss sie hier keine Karte zeigen. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Da hat er die Chance. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Eck in den Strafraum. Da kann er jetzt erstmal klären. Da holt sich den Ball mit diesem Zweikampf. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Guter Vorstoß da jetzt. Das macht er gut. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen nochmal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Beide wollen natürlich diesen Ball. Er geht schön dazwischen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da geht er vorbei. Oh, der geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Sie machen schon sehr früh Druck. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Der Ballverlust. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Ballverlust.
Klasse Ball gewinnen. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Das könnte die Gelegenheit geben. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Da ist der Ball drin. Da machen sie Druck und das zahlt sich aus. Wir sehen es hier nochmal. Ball an den langen Pfosten, erst die Parade, aber dann im Nachsetzen, im zweiten Versuch, machen sie dieses Tor. Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Wir sehen ja, er brodelt. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell, ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn, bei ihm klappt heute wirklich alles. Ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Schön vorbeigekommen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Da macht er ihn rein. Schöner Alleingang. Den schauen wir uns gerne nochmal an. Niemand kann da was machen. Bleibt am Ball, setzt sich wunderbar durch. Und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Dia. Das gibt ihr Abstoß. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Schauen wir doch nochmal auf das Tor von eben. Klasse, wie er das macht. Mit Vollspann verwandelt er die Kugel. Sie holen sich den Ball. Und jetzt haben sie den Ball. Da verlieren sie den Ball. Den kriegt der Torwart. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Es gibt Einwurf. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Etwas zu weit, dieses Zuspiel. Ball wird wohl beim Keeper landen. Und da holt er sich den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Die Chance jetzt. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Thank you.
Der Ball kommt rein. Ja, da müssen Sie aufpassen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Jetzt haben Sie den Ball. Jetzt sind Sie am Ball. Ball wird abgeblockt. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Da hat er klasse gearbeitet. Da oben, der fordert den Ball. Er passt auf. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Da ist die Chance. Gehalten. Szene geht weiter. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Er kann sich durchsetzen. Chance lebt noch. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Ich glaube nicht, dass man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man dieses Spiel für entschieden erklärt. Es steht 5:0 zur Pause. Richtig gute Partie heute von ihm. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Könnte jetzt was werden. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Das war knapp. Da ist der Ball jetzt weg. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Die Gelegenheit. Harter Schuss, aber vielleicht hat da doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bin ich bei dir? Vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen.
Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Sie unterstützen gut. Da sind sie da, guter Block. Dia. Sie können kontern. Fast schon leichtfertig vergeben diese Gelegenheit zum Konter. Sieht gefährlich aus. Was macht er draus? So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Geht dazwischen. Super gemacht, gute Verteidigung. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Villarreal über den Flügel. Dia. Jetzt haben sie den Ball wieder. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Da ist die Balleroberung. Gute Aktion jetzt. Er kann es machen. Das ist noch gefährlich. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gute Möglichkeit. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Nicht reden. Klasse vom Torwart. Ah, er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Sie wechseln aus. Gute Aktion. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Starkes Tackling hier. Vorteil in dieser Situation. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da ist der Ball jetzt weg. Gute Balleroberung hier. Ist hier immer noch am Ball. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Gut verteidigt. Da gewinnt er den Zweikampf.
Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus am Spielfeldrand. Das ist ja Frust pur, aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. 6-0, Einbahnstraßenfußball ist das heute. Jetzt ist es gefährlich. Er schießt und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Ecke kommt rein. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Eckschuss. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Sie verlieren hier den Ball. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Den Ball hält er gut. Ecke kommt in die Mitte. Frühes Stören jetzt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt können sie es machen. Er kommt noch an den Ball. Eck in den Strafraum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gutes Tackling. Er schießt. Unglaubliche Parade. Ecke kommt. Da passt er auf. Ball geklärt. Stark gearbeitet hier. Vorsichtig formuliert, könnte man sagen, es läuft nicht so, wie man es im Vorfeld erwartet hatte. Aber mal ganz und gar nicht. Aber das macht ja auch den Reiz aus, dass nicht alles vorhersehbar ist. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Oh, der geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel.
9 Minuten sind hier noch zu spielen. Da ist der Ball weg. Zweikampf jetzt. Da trennt er ihn vom Ball. Da ist die Balleroberung. Chance für den Konter jetzt. Der Konter läuft. Da lässt der Schiedsrichter erst weiterlaufen, aber dann entsteht kein richtiger Vorteil. Also gibt es nun doch den Freistoß. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Guter Pass jetzt. Ballbesitz ist weg. Den Ball kann er abfangen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt muss der Wechsel kommen. Er scheint müde zu sein. Tolles Tackling von ihm. Schönes Dribbling hier. Die Gelegenheit. Super Einsatz vom Torhüter. Jetzt kommt die Ecke. Sie üben schon früh Druck aus. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Und er gewinnt den Zweikampf. Kann er was draus machen? Da weicht er der Grätsche aus. Gefährlich jetzt. Und die Chance hat er vergeben. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Der Ballverlust. Jan. So, das war's für heute. Schlusspfiff. Sie holen sich also den Sieg an Spieltag 1. Und ich glaube, mit dieser Leistung können Sie durchaus eine Menge erreichen. Ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass du in der UEFA Champions League gleich von Beginn an Leistung zeigst. Es ist ein enger Wettbewerb. Es ist immer in jeder Partie intensiv. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind.
danke Ihnen.